Abend und willkommen zum gemeinsamen Freitagsprogramm mit Meditation und Lehrredenaustausch im zweiten Teil. Eine kleine Änderung gibt es, und zwar ist ab nun die Pause dazwischen immer 10 Minuten lang. Den Zoom-Kaufdruck sei Dank. Man kann nämlich nur neue Meetings machen, nachdem eine 10-Minuten-Pause verstrichen ist. Aber ihr könnt dann natürlich einfach weiter meditieren oder eben die Pause nutzen, um schon nochmal nachzublättern, was wir die letzten Male so gemacht haben. Und wir fangen gleich mit der Meditation an. Sammeln unsere Aufmerksamkeit beim Ein- und Ausatmen des Körpers. Treten ganz bewusst heraus aus dem Alltagsmodus des Geistes, in dem sich so viel um Vergangenheit und Zukunft dreht. Wieder entdecken die Kraft der Achtsamkeit. Wir uns ganz im gegenwärtigen Moment den Schlüssel zur Freiheit von Dukkha, Freiheit von Leid in die Hand gibt. Wir geben dem Geist ein bisschen Zeit, Hilfe des Atemerlebens in den Körper und damit in die Gegenwart zurückzufinden.
Können wir beginnen, die heutige Meditation zu verwenden, uns noch einmal was bewusst zu machen für das Thema der Konfliktfreiheit. Die Konflikte immer wieder abhängig sind von dem fehlgeleiteten Glauben an Beständigkeit, sowohl in uns als auch da draußen. In Situationen, in Mitwesen. Jede Gier nach etwas, jede Ablehnung von etwas braucht ja immer ein postuliertes Objekt der Beständigkeit, auf das es sich richtet. Eine ganz generelle, universelle Lösung für Konflikt. Indem wir unseren Wirklichkeitssinn schärfen, die Unbeständigkeit unserer Lebensbausteine uns deutlich vor Augen führen. Was gibt es dann da noch zu streiten, zu begehren oder abzulehnen? Jedes Erleben ein fließender, unbeständiger, sich immer wieder aufbauender und auflösender Prozess ist. Aus der Theorie der Unbeständigkeit eine praktische Erfahrung zu machen, beginnen wir jetzt die Unbeständigkeitsbetrachtung. Beginnen mit dem Erlebens, Teil der Körperlichkeit. Alles, was der Körper zum Erleben beiträgt, das Kribbeln und Ziehen. Körpererlebnisse, das Rascheln und Flimmern an den Sinnesorganen. Darauf können wir unsere Aufmerksamkeit fokussieren. Immer direkter begreifen, dass in dieser Körperlichkeit nichts Beständiges zu finden ist. Nur ein vorbeiziehender Prozess.
Dann beobachten wir das Empfinden. Ist es angenehm, unangenehm, neutral finden? Eindrücke. Auch hier kann ein Beobachten und Begreifen der Unbeständigkeit Konfliktfreiheit bringen. Empfindungen sind ja immer wieder Brennstoff für Emotionalität. Blinde emotionale Reaktionen. Das Angenehme, das Unangenehme, das Neutrale. Nirgends ist hier das Beständiges, das Selbsthaftes zu finden. Überall Veränderung, Weiterziehen, Stehen und Vergehen. Sich auflösen von Moment zu Moment bei jeder Empfindung.
Auch Wahrnehmung wird ganz leicht missverstanden und trägt dadurch zu allen Konflikten bei. Die Funktion des Geistes, die reinen Sinnes reizen, Bedeutungen und Namen überstülpt, dann darauf beharrt, dass es so ist und nicht anders. Diese Wahrnehmung ist ein unbeständiger, rein von nicht selbsthaften Ursachen abhängiger Prozess. Statt jeder Wahrnehmung sofort seinen Inhalt zu glauben, beobachten wir das Entstehen und Aufhören dieser Wahrnehmungen einmal kritisch. Im Verständnis, dass das zusammengesetzte Geistesprozesse sind, die eben auch im selben Lauf der Unbeständigkeit folgen.
Auch die Aktivitätsimpulse können wir in ihrer Unbeständigkeit beobachten. Und dadurch verstehen lernen, dass sie gar keinen Konflikt wert sind. Diese aus dem Nirgendwo auftauchenden Gedanken und den, was als nächstes zu tun wäre, in wahrgenommenen, empfundenen Dingen, da ein Selbst hinein zu projizieren, all seinen konfliktreichen Konsequenzen, können wir hier die Unbeständigkeit beobachten. Einen Aktivitätsimpuls nach dem nächsten, unserem gleichmütig betrachtenden Geist abperlen lassen. Tropfen vom Lotusblatt. Und auch die Sinnesbewusstseine lassen sich beobachten als unbeständige Phänomene. Das Erleben, das immer wieder im Auge, im Ohr, der Nase, Zunge, dem Körper, dem Denkorgan induziert wird. Als falsch verstandener Identitätsträger so viel Dramapotenzial in sich hat. Bei genauer Beobachtung sich dann aber als
ein unbeständiger Prozess zeigt, der die ganze Aufregung gar nicht wert ist. Hier kann Konfliktfreiheit, friedliche Gelassenheit entstehen, durch Wirklichkeitssinn, der endlich aufhören können, mehr im Erleben zu sehen, als da wirklich ist.